Jongens am laufenden Band, ein Jahrzehnt bin ich Gag-Lieferant, ein Jahrzehnt schimpft schon mein Intendant. Ein Grund zum Feiern, ein Jahrzehnt Unterhaltung gemacht, ein Jahrzehnt sie zum Lachen gebracht und mein Deutsch klingt noch immer beknackt. Kein Grund zum Feiern. Was ist in der Zeit nicht schon alles geschehen? Was haben Sie hier nicht schon alles gesehen? Was mussten Sie überstehen? Sie wurden immer mehr sauer und ich immer grauer. Ich sitz, wo ich 10 Jahre saß und ich schwör, mir macht's wirklich noch Spaß, trotz all dem, was ich über mich las. Doch mag man mich nicht mehr und lacht nicht, das wäre ein Grund zum Feuern. Und in 1965 habe ich schon Fließbandarbeit gemacht. Und auch in 1970. Und auch beim ersten am laufenden Band, Anfang vorigen Jahres. Drum geb ich dem Publikum heute einen aus, denn sowas wird immer, es bringt mehr Applaus. Ein Glas nur, dann ist es aus, denn das Fernsehen muss sparen und sie gleich noch fahren. Doch Schluss mit der Runde von mir, nicht der Sekt, sondern Show ist mein Bier, dafür gibt's Überraschungen hier und läuft die Show rund, dann ist das ein Grund, jawohl, zu feiern. Hören Sie, wie das Publikum trampelt, ja? Dat is een oude trick in het showgeschäft. Maar geeft het hele publiek een glas sekt in die hand. En dan kunnen ze niet klatschen, dan moeten ze wel trampelen. Ja? Een oude trick. Maar ik möchte hem anstoßen en toosten op die Tatsache, dat ze alle weer heil aus dem Urlaub teruggekomen zijn. Prost, prost, prost. Ja. Ah, zo. Jongen, jongen, was heiß in diesem Sommer, war das heiß. Het was eigenlijk schön für den Urlaub. Nur wenn man arbeiten musste, war het niet zo schön. En ik heb ook gearbeitet, ik war auf Tournee in August. Und, ja, dann habe ich selbst mal erlebt, wie es ist, um in einem Stau zu sitzen. So am Frankfurter Kreuz hat es, also ich so 2 Stunden fest. Und die Sonne, die knallte so auf das Dach vom Wagen. Das war innen drin so 65 Grad. Dann habe ich das Radio eingeschaltet. Und da hat auch ein Trottel gesungen. Wann wird's bald wieder richtig Sommer? Na, Gott, doof. Ach ja, 10 Jahre jetzt in Deutschland Shows. Genau diese Woche, vor 10 Jahren habe ich meine erste Show gemacht. Und 10 Jahren. Aber eins möchte ich sagen zu diesen 10 Jahren. Ich weiß aus Erfahrung, weil ich viel in der Welt so rumgereist bin und viel gesehen habe, wie Showgeschäft überall ist. Aber eins müssen Sie mir glauben, es gibt kein Land in der ganzen Welt, wo ausländische Künstler so gastfreundlich behandelt werden wie in Deutschland. Das ist wirklich einmalig, wie man das hier in Deutschland macht. Ich habe wirklich hier eine herrliche Zeit gehabt, diese 10 Jahre. Nun, ich möchte nicht trinken auf die nächsten 10 Jahre. Im Showgeschäft kann man besser trinken auf die nächsten 10 Minuten, man weiß es nicht so schnell. Aber 10 Jahre dabei waren auch Wilhelm Lemmerheert für die Dekoration und Cornelis op den Ziegen für die Musik. Moment, du sitzt auch hier dabei, aber du bist erst 5 Jahre bei mir, Heinz. Ja. Aber ich bin in den 5 Jahren um 10 Jahre gealtert. Ja, ja. Und hier sind, jetzt würde ich sagen, jetzt stellen Sie die Gläser mal wieder rund. Die können Sie nebenbei behalten als Souvenir. Die Gläser können Sie behalten. Jetzt würde ich sagen, Sie klatschen jetzt für 8 Kandidaten am laufenden Band. Herzlich willkommen, 8 Kandidaten, und zwar Herr Steinhöfel aus Kroja mit seinem Sohn aus Neubörnsen und Frau Meuser mit ihrem Sohn Gerd aus Detlef, ist das? Das ist Gerd hier. Gerd aus Langen kommen Sie, ja? Sie treten in der ersten Runde gegeneinander an, wenn Sie jetzt schon Platz nehmen an unserer Bar da. Und hier stelle ich eben vor das Paar Schwan aus
Hamburg, der Frau Schwan mit Sohn Jens. Und aus Zürich, aus der Schweiz, haben wir diesmal Herr Frey mit seiner Tochter Marlene. Und sie kommen in der zweiten Runde. Sie haben noch Zeit, Sie können ein bisschen Platz nehmen. Ich habe eine Bitte an den Fotografen, dass ihr nicht zu viel schießt, Jungs. Das wird, ihr seid mit 20 Stück da. Wir hören nur noch Fotografen. Nicht zu viel schießen. Am Schluss lieber. So, Herr Steinhöfer, Sie wohnen in Kroja. Was machen Sie da? Ich bin beim Zoll. Sie sind ein Zöllner? Ja. Sie haben auch schon Zollbeamter. Sie haben so einen grünen Anzug an? Dienstkleidung nennt man das. Dienstkleidung, ja. Keine Uniform. Ist es noch nötig heutzutage Zöllner? Ich meine, können Sie uns einen Tipp geben, was man heutzutage noch schmuggeln kann? Was kann man nötig wird es in der Zukunft auch noch sein. Es lässt sich nicht verleugnen, dass der Zoll da sein muss. Denn er hat erstens mal eine Aufgabe, unter anderem die Staatskasse doch aufzufüllen. Denn wenn man bedenkt, dass wir mehr als ein Drittel der Einnahmen des Bundeshaushalts sichern, dann ist das schon beachtlich. Und von dieser Seite aus gesehen kann der Zoll natürlich schon gar nicht wegfallen. Ne? Also Sie sind in diesen Wochen sind Sie ein sehr wichtiger Mann für das Bundeskabinett, wenn ich das so höre. Ja, das stimmt schon. Ne? Ja, Zöllner. Sie wohnen ganz nah an der DDR. Machen Sie das hauptsächlich an der DDR-Grenze? Ja, ich bin in Vorsfelde auf einem Eisenbahnamt eingesetzt und wir überwachen den Warenverkehr, der aus den skandinavischen Ländern und aus den Ostblockstaaten sowie Österreich und auch Jugoslawien. Das kommt alles über die DDR bei Ihnen rein? Ja. Darf man fragen, wer hat sich eigentlich beworben von Ihnen beiden? Er hatte die glorreiche Idee. Der Sohn. Und ja. Sie hatten nichts dagegen, um mitzumachen? Ah, ich war erst so halb-halb, nicht? Aber dann war es doch perfekt nachher. Ja. Beworben habe ich mich an sich nicht, es war meine Frau, die den Brief geschrieben hat. Ihre Frau ist dafür verantwortlich. Ja? Aber Sie hatten auch mal Lust, damit zu machen. Ja, sicher. Was machen Sie in Neubürnsen? Was machen Sie? Ich habe in Hamburg-Horn Tabakgeschäft. Hamburg-Horn, also das ist nicht in Neubürnsen. Das ist nein. Wir müssen jeden Morgen um 5:30 losfahren und dann machen wir um 5:45, kurz vor 6 auf. Um 6 machen Sie einen Tabakladen auf? Ja. Es sind viele, die zur Arbeit fahren und die wollen schließlich ihre Zeitung haben. Und dann haben Sie auf bis? Bis 6 abends. Bis 12 Stunden Zeit. Durchgehend auf, ja. Also das ist Ihr Beruf und haben Sie ein Hobby, irgendetwas? Ja, Hobby habe ich das Rote Kreuz. Als da Hobby. Bin ich Rote aktiv Kreuz. Bei und dann habe ich noch die Fotografie als Hobby, was ich auch gerne betreibe. Aber beim Roten Kreuz heißt es, Sie sind immer bei Veranstaltungen und Sportsachen dabei? So. Ja, man versucht die Knochen wieder einzusammeln nach jeder Veranstaltung. Ja. Ich nehme an, dass Sie sind auf dem Lande da bei diesen Sportveranstaltungen. Ja, das bezieht sich auf Bergedorf. Das Kleine, wo ja. Das ist ein Stadtteil von Hamburg. Ja, und bei solchen Mannschaften, die noch nicht da in der Bundesliga, aber die ganz kleinen, geht es da auch hart? Ich meine, sind da auch viele verletzt? Also ich möchte sagen, die spielen sogar intensiver und sind ehrgeiziger dabei wie die großen Mannschaften. Aha, da geht es also, das ist viel Arbeit. Es macht Spaß, da zuzusehen. Aber wie viele Zuschauer sind bei so einer Sportveranstaltung dabei? Oh, zwischen 50 und 100, 200. Das ist ganz verschieden. Aber wenn 50 da sind, sind 40 vom Rotkreuz oder? 25. 25? Ja. Okay, jetzt gehe ich hier rüber zu Frau Dr. Meuser. Sie war mal Zahnarzt. Ja. Warum haben Sie damit aufgehört? Weil ich dann erst mal 3 Kinder bekommen habe. Und da habe ich mich dann nicht mehr getraut. dann war Schluss. Da ist dann inzwischen so viel passiert in der Entwicklung dieses Berufes, dass ich also dann wahrscheinlich erst nochmal hätte studieren müssen. Und das war mir zu mühsam. Ah ja. Und haben Sie jetzt einen anderen Beruf? Ne? Ja, ich bin jetzt etwas Merkwürdiges Kreativdirektor in einer Agentur. Sehen Sie eigentlich hier oft Fernsehen? Nein, sehr selten. Sehr selten. Wie kommen Sie dann bei einem laufenden Band? Haben Sie da mal von gehört? Oder? Weil die Kinder das mit Begeisterung gesehen haben. Ah, die Kinder haben es gesehen? Ja, die Kinder waren. Und die haben Sie losgeschickt? Die Kinder waren die Initiatoren, ja, die mich so lange gequengelt haben, bis ich geschrieben habe. Ja. Haben Sie ein Hobby? Ja, ich spiele sehr gern Tennis. Tennis spielen? Ja. Sonst etwas? Nein, also 3 Kinder, Beruf und Tennis. Hat man genug, das reicht voll. Haben Sie Urlaub gemacht in diesem Sommer? Nein, leider nicht. Zu Hause geblieben? Gearbeitet, ja. Der Sohn. Was machen Sie? Ich bin Schüler. Schüler. Und später, was möchtest du später machen? Weiß der Teufel, wenn ich das wüsste. Arbeitsloser. Wenn man das möchte heutzutage. Ja. Welche Hobbys haben Sie? Meine Freundin. Ihre Freundin? Ja. Ist sie hübsch? Sie sieht besser aus. Haben Sie sonst noch Hobbys? Ja, ich habe mal Mäuse gezüchtet. Mäuse gezüchtet? Ja. Der heißt Mäuse und hat Mäuse gezüchtet? Name verpflichtet. Wie viele Mäuse? Mit 2 habe ich angefangen und nach einer Woche hatte ich ungefähr 20.
Ja. Ja, bei denen geht das schnell. Ja, ja, das geht ganz schnell. Also Mäuse züchten. Der Finanzminister könnte sie gut gebrauchen, um Mäuse zu züchten. Ja. Sonst noch Hobbys? Sonst noch etwas? Ja, ich fahre ganz gerne Motorrad. Motorrad fahren? Ja, was halten Sie davon, wenn ihr Motorrad fährt? Ja, ich bete zu Hause. Sie beten jedes Mal? Mehr bleibt mir leider nicht übrig. Ja. Was liegt Ihnen am meisten am Herzen, Ihre Verlobte oder Motorrad? Oh, da, Sie stellen Fragen. Also, meine Freundin, muss ich ja sagen. Ihre Freundin hätte auch sagen können. Das ist auch nicht böse gemeint. Das sollen Sie jetzt auf keinen Fall falsch auslegen. Nein, nein, Sie hätten auch sagen können, mit meiner Freundin auf dem Motorrad. Das hätte ich auch ja, genau, können. Das ist die Antwort. Genau. Das war die Antwort. Gut, da habe ich Sie doch gehofft. So, darf ich jetzt beiden Söhnen bitten, mit Heinz mitzugehen in unsere Kabine dahinter, schalldichte Kabine. Und wir machen ein Erkennungsspiel. Wenn es stimmt, wie gut Sie Ihren Sohn kennen, kriegen Sie einen Punkt dafür. Ein ganz einfaches Spielchen, wobei ich, Tür zu, die Hilfe vom Publikum brauche. Meine Damen und Herren, wenn einer der Kandidaten gleich aus dieser Kabine kommt, sobald er da genau in der Mitte steht, möchte ich Sie bitten, alle einen Vogel zu zeigen, alle eben so zu machen zu ihm, ja? Können wir das einmal probieren, ja? Alle eben so machen, ja, alle? Ah, sieht wahnsinnig aus, muss ich sagen, das ist irre. Wenn so 200 Leute das machen, das ist verrückt. Jetzt die Frage, wenn Ihr Sohn gleich hier rauskommt und steht da ganz alleine, wir sind nämlich weg, steht da etwa 10 Sekunden, glauben Sie dann, dass Ihr Sohn, wenn er das sieht, auch mal einmal einen Vogel zeigt? Was glauben Sie, was macht Ihr Sohn? Er wird ihm keinen Vogel zeigen. Keinen Vogel zeigen. Nein. Was glauben Sie von Ihrem Sohn? Doch, ich glaube, er wird ihn zeigen. Jawohl. Okay, gehen Sie bitte jetzt mit. Wir wollen mal sehen, wir gehen hinter dem Vorhang, damit es hier völlig leer ist. Auch die Kameraleute möchte ich bitten, das Gleiche zu machen, und alles, was da so rumsteht, Fotografen, alles, ja. Und Sie glauben, die sind alle mit Jugge geworden, ja? Ich meine, bei der Menge, ne? Bei der Menge, ja. Okay, hervorragend. Ihre Mutter hat schon gesagt, nein, der macht es nicht. Aber der, ihr Vater hat es gesagt. Hm. Und jetzt, die Mutter hat gesagt, mein Sohn macht es wohl. Der wird's machen. Wir wollen mal gucken, was... Also, das war schon... Moment, ja, ist mal weg. Hi, Jungs. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So sieht man mal, wie gut Sie Ihre Söhne kennen. Beide einen Punkt, Heinz. Beide einen Punkt. Natürlich, Sie haben genau das gemacht, was Ihre Mutter gesagt hat. Und für das nächste Spiel... Zwei Kollegen von mir, der junge Talente, die ich sehr bewundere, Michael Schanze und Lena Valaitis. So, kommen Sie bitte zu Lena. Und Sie beiden hier zu Michael. Lena, kannst du dich hier ein bisschen hinstellen, damit ich auch Platz für mich habe? Ja, so, danke schön. So, ich erkläre eben das Spiel. Ein sehr schwieriges Spiel, muss ich sagen. Aber wir wollen es mal versuchen. Wir, das heißt wir, Lena und Michael, singen jetzt Fragelieder. Lieder, die alle anfangen mit warum oder wo oder wer oder was. Und Sie müssen aus dem Stegreif mit einem Antwortlied antworten. Irgendein Titel, ein Antwort, ein Titel, der ein Antwort ist. Wir geben mal ein kleines Beispiel, damit Sie sehen, was ich meine. Bitte. Ganz leicht. Also Rudi, hätten Sie heute Zeit für mich... Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Ein Beispiel. Ja? So, haben Sie es verstanden? Noch eine Sache ist sehr wichtig. Sie dürfen beide auf die Idee kommen. Sie müssen zusammen die Punkte sammeln und Sie auch. Wer als erstes hat, ist gleich gut. Aber es muss nicht einer sein. Sie beiden können auf die Idee kommen. Es Wir geht, müssen so schnell wie möglich antworten. Innerhalb von 10 Sekunden müssen Sie ein Antwortlied haben. Ja, es geht los, bitte. Heuch, was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho! Oh, mein Papa!
Nein. Ui. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Oma. Es geht weiter. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz? Das kommt vom Rudern. Es geht so, ja? Ja, gut. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Im Wald und auf der Heide. Also. Ja, prima, prima. Oh, gut. Weiter. Wo sind deine Haare? August, August. Auf dem gelben Wagen. Ei, 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 ei. Weiter. Schläfst du schon, mein Liebling? Schläfst du schon? Glaube mir, meine ganze Liebe gab ich dir. Weiter. Was kann schöner sein, viel schöner als Ruhm und Geld? Bier her, ohne. Bist du einsam heut Nacht? Bist du einsam heut Nacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist denn mein Schatz geblieben? Warum ist es am Rhein so schön? Ich stand auf der Brücke und spuckte in Kahn. Da freut sich die Spucke. Wer hat's denn den Käse zum Bahnhof gerollt? Ach, der liebe Augustin, Augustin. Bravo, bravo. Augustin. Dankeschön, Lena Verleidis und Michael Schalke. Dankeschön. Danke. Wir haben das Spiel gestern, wollten wir es noch rausschmeißen, weil wir es zu schwierig fanden. Sie haben gesehen, wir haben die Kandidaten eben geholfen, dass als da gesungen wurde, haben die schon den nächsten Titel da gezeigt, damit sie sich ein bisschen darauf vorbereiten können. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Spiel, aber das war für uns wirklich unvorstellbar. Sie haben es fabelhaft gemacht. Und die Punkte sind jetzt 6-6. Das wird eine sehr spannende Runde. Und jetzt sind sehr viele Punkte zu holen bei einer Geschichte, die ist aus Tahiti, folkloristische Tänze. Hier kommen für Sie Taire Tahiti. Thank you.
Es gibt jetzt zwei Spiele von Tiara Tahiti. Zwei Spiele. Das erste ist eine ein Behendigkeitsspiel. Und das zweite ist etwas mit Tanzen. Und beide Sachen werden extra bewertet. Aber erstmal ein Beispiel für dieses Behendigkeitsspiel. Bitte sehr. Hey, hey, kommen Sie bitte mit. Wenn Sie so in etwa hier stehen und Sie in etwa hier, damit Sie nicht gegenseitig die Bälle an dem Kopf kriegen, bringen die Mädchen schon, die sehr hübschen Mädchen aus Tahiti, bringen Ihnen dieses Werkzeug. Und die schönen langen Haare, uiuiui. So, und jetzt geht, Moment, ich gehe erst raus, ich kriege alles vom Kopf. Jetzt geht's los, ja, bitte sehr. Nebeneinander, die auch weg, dankeschön. So, und jetzt, das ist das erste Spiel, das ist schon bewertet, jetzt dürfen Sie tanzen, können Sie mal nebeneinander, da, so, ja, nebeneinander, so. Jetzt dürfen Sie tanzen, ihr werdet ein klein bisschen Unterricht geben, Englisch, left, right, ist links, rechts, ja, dan verstehen Sie also, ein paar kleine Hinweise. Und die Mädchen tanzen mit Ihnen, viel Spaß, jetzt bitte, machen Sie es mal. Ready, mate. To teach you the tambourine, okay? You're gonna see, very easy. You give one hip to the right and one to the left with the drumming, okay? Let's try. One, two, three. Right, left, right, left, right. You have to do much from here, you know? Not the feet, not the shoulders, just the hip. Right, left, right, left. Come on, right. Come on. Quicker, quicker, quicker. Come on. Hey. Very good. Now, second verse, you're gonna do right, left, forward, backward, and move your hips. Okay? Okay, let's try. Tag about. Right, left, forward, backward, and move your hips. Good. Again. Right, left, forward, backward, and move. Keep moving, moving, moving. Come on, move. Küsschen, ja, natürlich. weil Gilles Holland kein Deutsch spricht und ist sehr kompliziert war, um dies zu bewerten, ist unser Producer Alfred Biolek, der Mann, der diese ganze Show auf seinem Gewissen hat, ist
da zugekommen. Du hast das erste Spiel bewertet und das zweite. Mit seiner Hilfe. 2x4, 3, 2, 1 Punkt. Also es gibt unheimlich viele Punkte. Ja. Und eigenartigerweise stimmt es fast immer wieder überein. Herrsteinhöfel Senior, 2x2 sind 4 Punkte zusammen. 4 Punkte für Herrsteinhöfel. Herrsteinhöfel Junior, beide Male 4 Punkte. Das höchste, 2x4, 8 Punkte. Frau Mäuser, einmal einen, leider nur und einmal drei. Ja, fürs Tanzen 3 Punkte, weil ja, das war hervorragend. Zweitbeste. Vier Punkte sind das, Heinz. Zusammen. Ja. Und Gerd Mäuser, 3 Punkte für die Geschicklichkeit und leider nur einen Punkt fürs Tanzen. 4 Punkte da zusammen. Dankeschön, Albert. Dankeschön. Und wie heißt auf Tahitianisch auf Wiedersehen? Nana. Mehr nicht? Nana. Dann machen wir alle eben Nana, 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 Nana. So. Das war das letzte Spiel dieser Runde. Und die Punkte sind 18 Punkte für das Paar Steinhöfel und 14 Punkte für Sie. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Gehen Sie bitte darüber. Und ich muss mich leider schon von Ihnen verabschieden. Manchmal, dann möchte ich nur noch Spiele machen, wo die Punkte immer gleich sind und so. Weil das wir immer bis zum Schluss machen können. Aber leider ist es nochmal ein Wettbewerb. Hat Spaß gemacht? Ja, sehr viel. Sie waren hervorragend. Sie kriegen ein Erinnerungsalbum von uns, was alle Kandidaten in den vorigen Shows schon gehabt haben. Und das ist eigentlich für die Kandidaten das Wertvollste. Weil es voller Fotos von Ankunft bis zu Abreise. Sie kriegen all die Fotos noch af von Ihrem Auftritt heute Abend. Und Sie kriegen ein Essen mit der ganzen Familie. Wann wird das sein oder mit wie vielen Leuten? Mit 4 sind das insgesamt. Mit 4? Ja. Und wann, wissen Sie nicht, Weihnachten? Nein, oder so? Noch etwas eher nicht. Ja, suchen Sie ein teures Restaurant aus. Ja? Sie haben es verdient. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Können Sie da bitte. So, und die Kandidaten sehen wir immer wieder, denn nach der Show, dann sehen wir uns erstmal die mit Kandidaten und Künstler sehen wir uns die Show an. Und dann heute Abend, die erste halbe Stunde kann ich nicht machen. Ich möchte nämlich was Folgendes machen. Jede Show gibt es unheimlich viele Anrufe hier beim Sender von Leuten, die sich beschweren wollen über Punkte und so weiter und über die Show. Und die armen Mädchen können auch nichts dafür. Ich stelle mich heute Abend selbst nach der Sendung eine halbe Stunde zur Verfügung. Wenn Sie mecken wollen, mecken Sie dann auf mich. Ja. Die Nummer ist 9721 in Bremen. So etwa 5 Minuten nach der Sendung. Dann beantworte ich alle Ihre Fragen. Okay. Und jetzt ist hier ein junges Talent, Mike Krüger. Hallo Mike. Bitte. Das Stück heißt Walter. Walter war nicht groß, war eher klein. Trotzdem behauptet er von den Kleinen, einer der Größten zu sein. Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus für ihr Alter. Und wenn sie mal was sagte, dann meist: Mein Gott, Walter. Walter liebte sein Leben, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Beim Frühstück warf er die Kaffeekanne um, zum Glück war es nur kalter. Marie sagte wieder einmal: Mein Gott, Walter. Walter hatte es nicht eilig, arbeitete ja im selben Haus. Und wenn er keine Lust hatte, fiel die Arbeit eben aus. Das machte auch nichts, denn er war Hausverwalter. Wenn die anderen wieder ihn sahen, meinten sie nur: Mein Gott, Walter. Walter wollte und ließ das Haus in Ordnung versetzen. Und machte einer was kaputt, muss er den Schaden ersetzen. Meist musste Walter dies tun, wie gestern dem Feuerlöscherhalter. Als er es beichtete, sagte Marie: Mein Gott, Walter. Denn da hatte Walter im Flur
Rauch entdeckt und sofort erkannt, dass nur ein Feuer dahinter steckt. Laut Feuer, Feuer rufen, riss er den Löscher von der Wand. Natürlich mit Halter. Alle, die ihn sahen, meinten nur, mein Gott, Walter. Doch solche Blödeleien ignorierte er nur und rannte mit dem Löscher hinaus auf den Flur. Doch dort staubten nur die von ihm bestellten Gipser und Kalker. Und als sie ihn sahen, mein Gott, Walter. Doch Walter macht sich nichts aus solch kleinen Pannen, aus kaputten Tassentellern oder Kaffeekannen. Er geht dann in die Kneipe und wenn er heimkommt, dann lallt er. Marie meint dann nur, mein Gott, Walter. Ja, das Leben verlangte Walter schon eine Menge ab und sein Pech verfolgte ihn sogar bis ins Grab. Denn sein Sarg glitt den Trägern aus den Händen, auf den Boden knallte. Der Pfarrer rief entsetzt, mein Gott, Walter. Nun steht Walter ganz allein vorm Himmelstor und kommt sich eigentlich ziemlich einsam vor. Petrus sieht durch das Guckloch, drauf verliert den Halt er. Zum lieben Gott ruft er nach hinten. Da draußen, da steht Walter. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. Hätte ich fast noch eine Strophe vergessen. Mein Gott. Nur einmal hatte er Glück. Es liegt auf der Hand. Er gewann bei Rudi Carels am laufenden Band. Er wartet auf die Preise, doch da versagt der Schalter. Rudi sagte nur, mein Gott, Walter. So, und wir freuen uns mal wieder, ein Schweizer Paar in unserer Mitte zu haben, ein Paar aus Zürich. Herr Frey, was machen Sie beruflich da? Ich bin Bärenwärter, hauptamtlich. Bärenwärter im Zürcher Zoo. Im Zoo? Ja. Und wie viele Bären haben Sie da? Das sind 2 braune, 3 weiße gegenwärtig. Andere gibt es nicht, ne? Andere gibt es momentan nicht, nein. Gibt es andere? Gibt es noch andere Farben? Ich weiß nicht. Es gibt schon andere Bären, aber nicht bei uns. Ah ja. Und wie lange sind Sie schon mit diesen Bären da, zusammen? Arbeiten Sie zusammen? Ja, ich habe also zusammengearbeitet bis Anfang Sommer. Und wie viele Jahre machen Sie denn? 28 Jahre. 28 ja. Jahre mit den Bären, ja. Bis letzten Sommer? Bis letzten Sommer. Und, was, und jetzt? Jetzt habe ich andere Funktionen. Ich bin Oberwärter geworden, schon längere Zeit, schon als ich die Bären noch hatte und dazu noch Futtermeister. In diesem Amt besorge ich den ganzen Futtereinkauf für sämtliche Tiere. Was kostet so das Füttern der Tiere in einer Woche von einem ganzen Zoo in Zürich? Da müsste ich bin ein schlechter Kopfrechner, aber im Jahr kann ich Ihnen sagen, 500.000 Franken. 500.000 Franken, ja. Uiuiui, ist viel Geld. Nochmal auf den Bären zurückzukommen, haben Sie mal Bären im Freien gesehen? Ich bin Ihnen wohl nachgestiegen, aber gesehen habe ich Sie leider nicht. Ich habe... Moment, wie können Sie etwas nachsteigen, wenn Sie es nicht sehen? Ich habe Abdrücke gesehen. Ich habe die Fußabdrücke gesehen und auch fotografiert und habe an den Bäumen und an den Ameisenhaufen habe ich Kratzspuren gefunden. Ah, man konnte nicht rankommen. Haben Sie sonst ein Hobby? So? Reisen. Reisen? Ja. Was war Ihre letzte Reise? Die letzte Reise war nach Istanbul. Istanbul, schön. Schön, ja. Ja, wunderbar. Was war das Schönste an Istanbul? Das Schönste, das war der Sultanspalast und darin wiederum der Harem. Sie waren im Harem? Ja. Aber er war leer. Wie viele Damen waren da drin? Der war leer. Er war leer? Er war leer. Die hatten alle Urlaub. Ja, habe ich zu Hause auch einen Harem. Ist auch immer leer. Aber ja, das ist leer. Und was macht die Tochter Marlene? Ich lerne Tierarzthelferin. Aber Sie sind schon bei einem Tierarzt? Nein, noch nicht. Ich werde am 1. Dezember in Basel bei einem Tierarzt
Dann arbeiten. Dann arbeiten. Sie gehen ja. weg von zu Hause? Ja, ich gehe weg. Dann nach Basel. Ja. Und sagen Sie mir mal, ich habe diese Woche was Irres erlebt mit meinem Hund. Ich habe einen irischen Setter und der Tierarzt kam ja, für einen anderen Hund, den ich habe, für Stümper. Stümper habe ich gefunden, kleiner, aber die musste eine Spritze haben. Aber mein Hund hatte vor anderthalb Jahren zum letzten Mal eine Spritze gehabt. Aber als ich den Wagen sah und der Tierarzt stieg aus, da hat er gebellt und seine Haare gingen hochstehen und so weiter. Wie ist es möglich, dass so ein Hund noch weiß, dass es der Tierarzt, der mich vor anderthalb Jahren eine Spritze gegeben hat? Ich möchte das mit einem Menschen vergleichen, das ist genau dasselbe. Wenn er eine schlechte Erinnerung hat, an zum Beispiel einen Arztbesuch, einen Spitalaufenthalt, dann erinnert sich, er kann sich zurückerinnern. Und beim Tier ist das genau dasselbe. Es kann sich an den Arzt erinnern. Ich weiß nicht genau, was diese Demonstration bedeutet, aber schlechte Erfahrung mit Ärzten wahrscheinlich so, ja. Haben Sie selbst Tiere? Ich habe zu Hause 3 Siebenschläfer. 3 Siebenschläfer? Was sind das denn für Tiere? Siebenschläfer, das sind Nagetiere, die gleichen Eichhörnchen, sind etwas kleiner und grau. Das sind so wie groß? Etwas kleiner als Eichhörnchen, ja, so 10 Zentimeter. Ja. Haben Sie sonst noch ein Hobby oder so? Ja, Hobby. Ich fahre ziemlich gern Motorrad. Auch Motorrad, wie in der vorigen Runde. Interessant. Außerdem, ja, auch Autofahren gehört. Autofahren? Ich fahre nicht selbst, mitfahren. Ja, auch mitfahren? Ja. Ja. Schön. So, jetzt gehen wir hier rüber zu Frau Schwan aus Hamburg mit Sohn Jens. Ihr Beruf ist? Ich bin Lehrerin. Lehrerin und der Sohn? Das Gleiche. Auch. Ja. Zwei aus einer Familie. Gibt es noch mehr in der Familie? Oh ja, mein Mann ist Lehrer, mein Sohn ist Lehrer, meine Schwiegertochter ist Lehrerin. Der andere Sohn ist Lehrer. Gibt es keine Schüler in der Familie überhaupt? Ja, einen gibt es noch. Ein Schüler. Einen gibt es noch. Gut. Ja. Mal von beiden fragen. Was für eine Lehrerin sind Sie? Was geben Sie für Unterricht? Was? Ich gebe Deutsch und Kunsterziehung, Biologie in einer 10. Klasse. Die sind wie alt in etwa? 16, 17 Jahre alt. Gehen Sie mit diesen, die sind schon ziemlich alt eigentlich, gehen Sie mit den Kindern, kann man sich sagen, mit diesen jungen Leuten, gehen Sie auch mal so einen Schulausflug machen? So? Oh ja, wir sind gerade von einer Klassenreise zurück, die führte uns an die Mosel. Und dazu gibt es eigentlich eine nette Geschichte. Soll ich? Ja, gerne. Ja. Den letzten Abend feierten wir in Cochem natürlich mit Wein. Und da war ein Schüler so ganz besonders glücklich und meinte dann plötzlich, am liebsten würde ich mit Ihnen Bruderschaft trinken, Frau Schwan. Ich dachte, oh je, was kommt auf dich zu? Und hatte keinen Wein mehr. Ich sagte, du, ich habe aber keinen Wein mehr. Ah, sagt er, Brüder teilen. Da haben Sie von seinem Wein getrunken. Und gaben mir die Hälfte an. Also, das heißt also, dass Sie sich mit einem Schüler jetzt duzen und ja, mit den anderen noch ja. nicht? Nein, finde, das kommt noch. Sind Sie der Meinung, dass man, sind Sie der Meinung, dass man das mal mehr machen könnte, dass Lehrer und Schüler sich duzen sollten, ja oder nein? Was oh ja, mit entlassenen Schülern tue ich schon und mit älteren Schülern halte ich sogar für wünschenswert. Aber bei Kleinen, glaube ich, sollte man es noch nicht. Bei den Kleinen noch nicht. Nein. Aber ich kann ruhig du sagen zu Jens jetzt. Sicher. Jawohl, Herr Lehrer. Jens, was für Lehrer sind Sie? Was machen Sie so? Ja, ich bin Sportlehrer primär und habe als zweites Fach Deutsch. Bin aber auch gezwungen, Mathematik zu unterrichten. Ich bin immer eine Stunde weiter als meine Schüler. wo haben Sie Urlaub gemacht eigentlich? In mehreren Wohnungen. In der Wohnung meiner Schwiegereltern. Da habe ich versucht, die mehr oder minder zu tapezieren. Als ich da dann fertig war, habe ich das Gleiche bei mir in der Wohnung versucht. Zurzeit kann ich also weder Pinsel noch Rolle noch Quast oder Ähnliches sehen. Ganz Urlaub tapeziert? Ja. Schöner Urlaub. Und nicht mal was nebenbei verdient? Sie haben es nur für Verwandte und Bekannte gemacht. Oder haben Sie was daran verdient dabei? Nein. Nichts verdient dabei? Dann hoffentlich, doch, oh doch. Wie? Ein wenig ja. Meine Schwiegermutter hat mich entlohnt. Ja? Ja. Wie denn?
Ja, ich weiß es nicht. Also sie hat mir Geld gegeben dafür, dass ich mir dann nachher selbst etwas kaufen kann. Ah, doch noch etwas. Na, sie ist ja auch wieder zufrieden. Ja? So, und jetzt machen wir das erste Spiel, ein Erkennungsspiel. Darf ich Sie bitten und der Vater bitten, jetzt beide Männer, hinter diese Wand zu gehen. Sie sehen ja nicht, was dahinter ist. Nein, nur die beiden gehen hin. Bleiben Sie mal ruhig hier. Ein kleines Spielchen. Ein Punkt, wenn Sie es richtig haben. Da stehen 7 Leute, inklusive Ihr Vater und Ihr Sohn. Und die werden alle einer nach dem anderen pfeifen. Und jetzt müssen Sie an dem Pfeifen Ihr Sohn oder Ihr Vater wiedererkennen. Ja? Merken Sie sich die Nummer, wo Sie glauben, aha, das ist mein Sohn oder mein Vater. Bitte Nummer 1. Bitte Nummer 2. Bitte Nummer 3. Bitte Nummer 4. Bitte Nummer 5. Bitte Nummer 6. Und bitte Nummer 7. Nochmal bitte. So, wo war Ihr Vater? 5. Nummer 5. Wo war Ihr Sohn? Ich möchte mal Nummer 7. Macht ihr solche verrückte Sachen? Darf ich dann Nummer 5 erst haben hier? Nummer 5. Ja, enorm. Und jetzt Nummer 7. Jetzt Nummer 7. Ja, diese Dame. Kommen Sie mal eben hier. Es gibt keinen Künstler in Deutschland, die diese Dame nicht kennt. Rehlein nennt man sie in den Bavaria-Studios. Wie? Center, aber Rehlein habe ich auch schon gehört. Denn immer, wenn sie serviert in der Kantine von diesen Studios und sie stellen was hin, dann machen sie immer dieses Zugpfeifen durch die Nase. Wie? durch die Nase. Das ist meine Erkennungsmelodie, damit es immer schnell geht. Ja, das weiß ich. Fabelhaft, herzlichen Dank. Sie können bitte darüber gehen. So, und ja. Nummer 1 war diese kleine Junge, Nummer 2 war diese charmante junge Dame und Nummer 3 war, was haben Sie gepfiffen eigentlich? Ich habe meinen Sporthallen-Spezialpfiff genommen. Aber Ihre Mutter war nicht dabei, wenn Sie in einer Sporthalle waren. Nein. Leider haben Sie es nicht erraten und der Hausmeister vom Sender und ein Aufnahmeleiter haben auch wunderbar gepfiffen. Herzlichen Dank. Gehen Sie bitte wieder darüber und auch danke an Ihnen. Na, bleiben wir hier. So, und jetzt kommt ein ganz anderes Spiel und dafür ein Kollege von mir, den ich schon jahrelang sehr bewundere, Heinz Schenk. So, willkommen Heinz. Jetzt machen wir ein Spiel, wobei Sie in einem Hotel kommen, bei einem Portier. Sie wohnen zu Ihrem Zimmer, aber Sie haben irgendetwas Verrücktes dabei. Wodurch der Portier gezwungen ist, zu sagen, Moment, das geht nicht, Sie können damit nicht aufs Zimmer. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Bitte, Heinz, mach du mal ein Beispiel. 2 Heinze zusammen, Heinz Eckner und Heinz Schenk. Guten Tag, liebe Frau. Verzeihung. Namen. Sie haben ein Zimmer bei uns? Ja, ich möchte gerne mein Zimmer, 23. Ich habe es mir übergehängt. Ja. Sind da Bienen drin? Ja, da sind Bienen drin. Ja, die können Sie nicht mitnehmen. Das doch, die brauche ich. Nein. Doch, die muss ich haben. Ich kann keine Bienen mit aufs Zimmer nehmen. Ja, ich muss die Bienen aber haben. Ich kann nicht schlafen, wenn ich das Summen nicht höre. Das muss ich haben. Das muss ich. Unsere Heizung summt. Das wird doch genügen. Ne? Nein, die summt nicht so wie meine Bienen. Und vor allen Dingen muss ich morgens, Sie wissen, in Hotels, die Frühstücks, die sind immer so mit dieser Marmelade und so. Ich brauche frischen Honig morgens. Unser Honig ist frisch. Und Sie können keine Bienen mit aufs Zimmer nehmen. Wir sind ein anständiges Hotel. Also, erlauben Sie mal, wenn ich meine Bienen nicht mitnehmen kann, also gut, ich darf die nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen. Nein, ich darf, nein, gut, schön, dann auf Ihre Verantwortung, dann lasse ich meine Bienen eben frei. Bitte, wenn Sie das machen. Nein, um Himmels Willen, Sie haben mich überredet, nehmen Sie die Bienen mit. Also ja. Bitte, nehmen Sie, Dankeschön. Nehmen Sie um Himmels Willen die Bienen mit. Bitte, nehmen Sie die Bienen. Sie müssen versuchen, so zu reden, dass er Sie einfach doch aufs Zimmer lässt. Wir wollen eben eine Reihenfolge machen, wenn Sie anfangen. Dann sind Sie dran, dass wir ein bisschen Paare gleich sich vorbereiten können, was Sie sehen, gleich hinter diese Requisiten, die Sie dann kriegen, dass Sie gleich berechtigt sich vorbereiten können. Wenn Sie jetzt nach hinten gehen, dazu Heinz, Sie auch, ja, gehen Sie schon mal mit. So, da sind wir sehr gespannt. Als Erster kommt also Herr Frey und Herr Frey hat wohl eine sehr schwierige Sache, womit er aufs Zimmer will, aber schauen Sie selbst zu. Da kommt er. Bitte, Herr Frey.
Bitte, Herr Frey. Ja, gehen Sie mal. Guten Abend. Chris, Herr Frey, Sie haben ein Doppelzimmer bei uns bestellt. Ein Doppelzimmer, ja. Was ist das? Das ist der FC Zürich. Der FC Zürich, ja. Und wollen Sie ein Heimspiel im Zimmer machen? Oder aber wir würden bitte für einen. Wir spielen ja morgen gegen Werder Bremen. Das ist, die haben heute schon genug gehabt. Also ich meine, beim besten Willen, Sie kennen die Damen, Sie haben ein Doppelzimmer, Sie können doch keine Mannschaft mit ins Zimmer nehmen. Nein, das geht beim besten Willen, das ist nicht erlaubt. Direktion erlaubt so etwas nicht. Haben Sie keine Kajütenbetten? Kajüttenbetten, wir könnten Ihnen was auf die Kegelbahn stellen, wenn Sie trainieren wollen. Also, ist auch nichts mehr frei, wir sind voll besetzt und so weiter. Kegelbahn geht nicht, so schnell fallen die nicht um. Ja, ja. Na, vielleicht wird jemand vom Platz gestellt, ich weiß es nicht. Also, das geht nicht, ich kann Ihnen beim besten Willen also kein Zimmer geben, Herr Frey. Also, die Damen können nicht mit, Sie können selbstverständlich. Wenn Sie das Captain Girl mitnehmen, die anderen trainieren Sie morgen. Also, wohnen Sie im Haus? Also, ich wohne im Haus. Nein, ich bin schon mit Tennis beschäftigt. Ach, ich bin mit Tennis beschäftigt. Tut mir also sehr leid. Okay, ich finde, das reicht. Sie haben sich schon tapfer geschlagen. Ja, das war schon genug. Schwierig. Dafür dürfen Sie auch mit der Mannschaft da nach hinten gehen. Ja? Dankeschön. So, und jetzt kommt aus Zweite kommt jetzt Schwan Junior. Und er hat auch wieder was ganz Verrücktes dabei. Schwan, guten Tag. Guten Tag, Herr Schwan, mir schwant allerlei. Sie haben ein Einzelzimmer, haben Sie bei uns? Ja, ja. Ich möchte meinen Heimtrainer bitte mit hochnehmen. Das ist ein Heimtrainer? Ich sehe das mehr als Betonmischer an. Nein, aber nicht doch. Warten Sie mal, er bewegt sich etwas schlecht. Ja, ist klar. Aber sehen Sie, Wie trainieren Sie da? Abends im Moment klemmt ein bisschen. Ja, Allgemeinen kann ich nicht mehr hoch und runter bewegen. Ja. Das muss ich abends immer machen. Im Zimmer? Ja, sicher, selbstverständlich. Ich habe also meine Handeln sonst im Allgemeinen zu Hause. Sie haben auch noch Handeln? Ja, die habe ich diesmal mal vergessen. Die haben Sie vergessen. Ja, wir kriegen das Ding die Treppe hoch und der Aufzug ist außer Betrieb. Nein, das macht doch nichts. Deswegen habe ich doch den Heimtrainer, damit ich trainieren kann, ihn tragen kann. Also mein Gott, wie ich gebaut habe, haben da die Maurer ständig bei mir trainiert. Ich habe immer gedacht, die arbeiten. Aber also wenn er trainieren will, also... Okay, dann darf er das. Ja, okay, prima. Danke. Dufte. So, und jetzt kommt als Dritte kommt Frau Schwan. Frau Schwan. Und Frau Schwan hat auch wieder was Verrücktes dabei. Grüß Gott, Frau Schwan. Sie hatten ein Einzelzimmer bei uns, ja? Ein Einzelzimmer im zweiten Stock. Ja, das war Zimmer 1 und 2. Gehören die Herren zu Ihnen? Alles selbstverständlich. Ja, sagten Sie Herren? Ja. Nein. Sie sehen aber wie Herren aus, oder haben Sie sich verkleidet? Das ist meine kleine Nachtmusik. Liebe Frau, die brauchen Sie nicht. Wir haben voll Stereoanlage im Zimmer. Ja, aber da bin ich nicht sicher. Bei meiner kleinen Nachtmusik bin ich sicher, dass ich gut schlafen werde. Also wir haben auch Fernsehen im Zimmer, da können Sie noch besser schlafen. Nein. Also Fernsehen ist für mich zu aufregend. Können wir nicht miteinander handeln? Es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten, wie man sich unterhalten könnte. Also bitte, Herr Poitier, Sie dürften in meiner kleinen Nachtmusik die fünfte Strophe sein. Das wäre dann aber mehr ein... Ich wäre die fünfte Strophe. Oder die erste. Das wäre dann mehr eine Katastrophe. Sehen Sie mal die Frage. Woher weiß ich, dass die Herren wirklich... Können die musizieren? Spielen ja. Die können. Ja, bitte. Bitten Sie mal... Bitte. Damit man es glaubt und damit man es glaubt. Ja, genau. Ja, wo waren wir denn? Also bitte. Dann machen Sie Ihre kleine Machtmusik und rufen Sie mich an, wenn meine Strophe dran ist. Ja.
wärst auch ein guter Kandidat für mich. Du hast Sachen drauf. Kannst mich ja mal einladen. Ne? So, und jetzt kommt Fräulein Frei, Marlene Frei. Mhm. Na, die hat auch wieder was Besonderes. Ich bei. Gut, bitte okay. Sehr. Mich überreichen. Grüß Gott. Zimmer 15, bitte. Zimmer. Das ist mein Freund, das ist Joe. Das ist Joe? Ja, das ist Joe. Der riecht aber. Also, das ist Joe. Na, Sie können ja kein Kamel mit dem Zimmer nehmen. Aber natürlich, das ist mein Freund. Bei uns sind Tiere im Hotel verboten. Hören Sie mal, soll ich denn mal ins Ohr flüstern, dass er Sie anspuckt? Glück bringt, warum nicht? Bitte, bitte. Nein, aber das hat kein wir würden noch nicht mal die Bremer Stadtmusikanten reinlassen. Also ehrlich, das ist. Na, das ist doch etwas nein, ganz also wirklich, anderes. Also wirklich, wir hatten schon Kamele im Hotel, aber mit zwei Beinen und mit vier Beinen. Das ist beim besten Willen, das kann man nicht machen. Das ist also wirklich nicht drin. Also, das ist, was? Na, hören Sie mal. Ja, ich höre ja die ganze Zeit. Er sagt ja nichts. Also, mein Freund, wenn der nicht dabei ist, wo soll ich denn den hinstellen? Ah ja, vielleicht nehmen Sie eine Garage. Also, wir haben wunderschöne Garagen und so weiter. Sieh, der schlägt Ihnen ganz Bremen kaputt, das sage ich Ihnen. Der schlägt mir ganz Bremen kaputt. Ja. Also, Rudi, da sehe ich ein bisschen schwarz, wenn er mal ganz Bremen kaputt schlägt. Nehmen wir an, du bist der Hoteldirektor. Ist das Kamel? Entschuldigung, hier ist das Kamel. Was würdest du sagen? Also, darf sich das Kamel ausnahmsweise? Ja, ich würde sagen, sie hat sich schon. Ja, Farbe. Ich würde sagen, nehmen Sie es ruhig mit. Das ist eine Geste von uns. Hier in diesem Hotel darf noch nicht mal ein blauer Bock rein. Also, das ist eine Geste. Danke schön. Hier, komm. Es geht schon hier durch die Hintertür, ja? Bitte sehr, da geht es schon. So, die anderen Kandidaten bitte hier dazu. Kommen Sie mal hier. So, und die anderen auch. Heinz, die Punkte, nicht gleich. Beneide dich nicht. Also, wenn ich es ein bisschen erklären soll. Kommen Sie bitte neben Ihre Frau Tochter, dann Schwan können Sie mich übersehen. Also so nett überzeugt und da ich schon immer mal die fünfte Strophe sein wollte in einer Melodie. Also ich würde sagen, sie hat das so geschickt gemacht, sie hat mich also wirklich ehrlich überzeugt. Ich würde sagen, vier Punkte. Vier Punkte für Frau Schwan. Mit dem Betonmischer als das auszugeben als ein Trainingsgerät war auch eine gute Idee, weil die sagen drei Punkte. Drei Punkte für. Das Kamel hat mich restlos geschafft, aber wie sie gesagt hat, das ist mein Freund. Also ich würde sagen, die zwei Punkte. Zwei Punkte für Marlene. Und mit dem Fußball, die hatten es mit elf Frauen ein bisschen schwer. Wenn ich Ihnen einen Punkt gebe, kommt vom Herzen. Ja? Grüßen Sie mir die Schweiz. Ein Punkt für mehr Schweiz. So. Uli. Also, herzlichen Dank. Haben wir hier mal zu tun, ja. Herzlichen Dank, Herr Schenk. Ja. Vergesst deinen Zimmerschlüssel. Ich nehme einen Schlüssel. Ja, klar. Ja, okay. Alles gut. Ich lege mich hin. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Und für das nächste Spiel ist hier Kitty McLean. Wer von Ihnen beiden möchte das Werfen machen? Und wer der Vater wirft und die Tochter lässt sich fesseln. Wenn Sie sich bitte hier aufstellen, dann kriegen Sie bitte das um den Hals. Ja, bitte um den Hals. Ja? Sie braucht das für die Hosen. Ah, für die, ja, ein paar Gummibänder, weil die Hosen so weit sind. So, ja, geben Sie es mal zu ihm, ja. Bitte da hinten, nach hinten. Eben die Hose dazu. Okay? Es geht los. Bitte.
drei. Ja, zurück, Monika. So, ja. Nochmal versuchen. Ja. Nochmal da. Schade. 45 Sekunden haben Sie insgesamt, ja. Und jetzt beide und hopfen. Ja, oh, noch nicht nochmal. Sie haben noch Zeit. Sie haben noch Zeit, bitte. Ja, doch, doch, beide. Prima. So, geht Ihnen noch was ab. So, kommen Sie. Gehen Sie mal zu Heinz rüber, ja. Wer von Ihnen beiden möchte das Werfen machen? Das mache ich. Die Mutter? Machen. Ja. Ja, und Sie lassen, der Sohn lässt sich fesseln. Okay, dann kommen Sie bitte hier. Das Ding wird abgemacht da. Da ist ein Riesenknoten drin. Aber das geht schon. So, bitte die Mutter da. Das um den Hals. So, gehen Sie ein bisschen mehr dahin, ein klein bisschen mehr darüber. Dann können Sie es auf der Kamera sehen. Es geht los. Arm hoch. Ja. Hui. Haha, ist er wieder weg. Ein Bein, ja. Nochmal. Ja. Andere Fuß. Und jetzt beide. Okay, wir können jetzt abschließen, ja? So, das war prima. Dankeschön. Kommen Sie mal ein bisschen hier rüber. Kitty hier in die Mitte. Kommen Sie mal bitte hier. Es ging natürlich hauptsächlich um das Werfen. Da zählen wir 4, 3, 2, 1 Punkt zusammen. Das sind 10 Punkte. Die kannst du nach Belieben verteilen. 5, 5 oder 6, 4. Also ich würde sagen 6 Punkte hier. 6 Punkte, ja, die waren wesentlich besser. 6 Punkte hier und 4 da. 6 Punkte für das Paar 3. 4 Punkte für das Paar Schwan. Und Dankeschön, Kitty McLean. Danke. So, das war das letzte Spiel dieser Runde. Oh, ist das knapp. 11 Punkte für das Paar Schwan und 10 Punkte für das Paar Frei. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Gehen Sie bitte darüber. Und von Ihnen muss ich mich verabschieden. Die ganze lange, weite Reise von Zürich hier rüber. Aber es hat sich Spaß, Spaß gemacht. War schön, ja. Okay, und Sie kriegen auch ein Erinnerungsalbum, ein Essen mit der ganzen Familie. Haben Sie was Besonderes vor? Nein, vorläufig nicht. Nee, ich meine, das Essen. Das Essen, mal erst schauen, wie teuer das was das wird. Sie dürfen essen, was Sie wollen. Ja, für wie viel? Hä? Na, für die ganze Familie. Ja. Was kann das Birkenmus sein oder kann das Filet-Bifteck sein? Alles, was Sie wollen. Wir besprechen das nachher. Ja, okay. Herzlichen Dank und gehen Sie bitte jetzt darüber. So, da. Und Freddy Quinn, meine Damen und Herren, Freddy Quinn ist einer der vielseitigsten Künstler, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Mal ist er auf der Trapeze oder ist wieder in Lübeck und spielt da der König von Siam ein Musical. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt daraus zusammen mit Angelika Draak. Sehen Sie Freddy Quinn in Der König und ich. Hier ist Siam und das hier ist England.
Ich möchte euch nun erklären, auf welche Weise sich in England im Winter Schnee bildet. Es kann nicht geben, so etwas. Schnee. Und Sie haben nicht so klein. Sie haben sein größtes Land von ganzer Welt. Sie haben sein größtes Land von ganzer Welt. Sie haben. Wie kann Unterlicht sein so unwissenschaftlich, Mrs. Anna? Ein kleines Missverständnis, Majestät. Ich versuchte soeben zu erklären, auf welche Weise sich Schnee bildet, aber man will mir nicht glauben, dass es so etwas wie Schnee überhaupt gibt. Schnee? Schnee. Ah, oh, natürlich. Schnee von Bergspitze. Vom Himmel. Von Himmel auf Bergspitze. Sir, bitte, wie kommt denn das von Himmel auf Erde? So. Einfacher so. Danke, Sir. Wer will nicht glauben an Schnee? Ich wünsche nicht mehr zu hören, dass ihr nicht glauben, Schullehrerin, an die ich bezahlen muss, viel Geld. 20 Pfund. 20 englischer Pfund. Sterling. Und Ruhe. 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 Gut, leise. Weg. Majestät, ich habe erfahren, dass der englische Gesandte auf dem Weg nach Siam ist. Ah, gut. Wir werden zeigen, Engländer, dass wir sind keine Barbaren. Wir sollten einen europäischen Ball veranstalten und eine Polka tanzen. Ah, Polka tanzen. Gut, ich auch tanzen. Sie zeigen wie. Zeigen. Es ist ganz einfach. Es geht. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1. Wär's nicht schön? 1, 2, 3 und wie auf Wolken zu tanzen, wär's nicht schön? 1, 2, 3 und wär's nicht schön? 1, 2, 3 und diese Polka zu tanzen, wär's nicht schön? 1, 2, 3 und komm und tanz. Heute Nacht soll mein Herz vor Glück vergehen. Arm in Arm, nah einander, lass uns tanzen miteinander und nicht fragen, was kann geschehen. Dieses Glück zu versäumen wäre doch schade. Wär's nicht schön. 1, 2, 3, 1. 1, 2. Ah, falsch. Ich habe und vergessen. Jetzt pass ich auf. 1, 2, 3 und. 1, 2, 3 und. Großartig, Majestät. Großartig. Ah! Sie haben gebracht mich ganz auseinander. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, nicht richtig. Doch, Sie tanzen. Das sei falsch, das ist nicht europäisch. Aber ja, es war beinahe so. Beinahe. Europäer halten Hände nicht da. So. Oh. Europäer halten Hände. So. Ja? Ja. Komm. So, und in dieser letzten Runde spielen Herr Steinhöfel, Sohn Detlef, Frau Schwan und Sohn Jens. Jeder für sich sammelt jetzt Punkte. Und für das erste Spiel haben wir hier eine weltberühmte Nummer, die Black and White Sisters. Ja, Sie,
Wir wollen Sie mal ein bisschen landwirtschaftlich betätigen bei, beim Spiel. Und zwar dürfen Sie gleich Kühe melken. Es geht darum, wir innerhalb von einer Minute so viel wie möglich Milch daraus kriegt. Ich zeige es Ihnen mal, damit Sie ein bisschen wissen, wie es geht. Ja? Darf ich mal eben, ja. Katja, ein bisschen zur Seite bitte. Das ist Katja, meine Damen und Herren. Moment, das ist die Hinterseite. Katja ist von. Ah, nein, das kommt schon. So, Moment mal eben. Schauen, ja. 1, 2, 3, 4. Hier sind noch drei dran. Ist das was? Oh, Moment, nee, Moment. Hier muss ich drauf zitten. Ja, so. So. Also, hier nicht pumpen. Nicht hier dran. Ja, hier einfach. Und Sie müssen oben dazu kneifen, oben zukneifen und dann einfach zukneifen und dann das machen. So, so. Oben zu und dann wupp. So. Das heißt, das hat der Bauer mir erzählt. Ich will es mal versuchen, ob es geht. Ja. Also zukneifen und dann, ja, das geht prima. Jetzt schauen Sie mal, so. Oben zukneifen und dann so. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich es mache. Ja. Ah, bist du brav. So, und jetzt möchte ich Sie bitten, jetzt hier Platz zu nehmen. Wenn Sie, Herr Steinhöfel, wenn Sie bitte hier Platz nehmen. So, bitte einmal mitnehmen. Sie bitte hier, Sie bitte hier. Ein bisschen zur Seite, Liebling. So, ja, so, das geht. Sie noch nicht anfangen, noch nicht anfangen. Ich sage Bescheid, bitte setzen Sie sich. Ja, und wie? Einmal am besten runter, aber ich gehe wohl einen Schritt, komm. Ein Pfoten nach hinten ein bisschen, komm. Hier, ja, macht er schon. Können Sie ran? Ha? Ja, Sie müssen ein bisschen dahin rutschen, dann können Sie da rankommen. Okay, es geht jetzt los. Bitte. So, dankeschön. Stopp, nicht mehr, nicht mehr. Kommen Sie bitte mit Ihren Eimern jetzt zu mir. Mal schauen. Ja, mein Spaß. Bitte nebeneinander. Sie bleiben hier. Stellen Sie die Eimer mal eben vor Ihnen und ziehen Sie inzwischen die Mäntel aus. Ja, dann wollen wir jetzt mal schauen. Wir fangen mal an mit Jens hier. Und das ist Jens seine. Und das war alles. Da hat Ihre Mutter hat wesentlich mehr. Ihre Mutter hat es hier. Ja, wesentlich mehr. So. Detlef sieht auch nicht schlecht aus. Detlef hat auch. Oh, eine Menge. Bravo. So. Aber hier, schauen Sie mal, der Zöllner, was der da alles. Kijk, guck mal, was der da. Oh, Wahnsinn. Eigenartig, denn Ehre, die sieht. Ah, die Wasserleitung läuft. Wir freuen uns, dass die Kandidaten weg sind, denn jetzt läuft es da prima, aber ganz anders. Ein paar Zentimeter weiter. So. So, wir geben die Punkte. Und zwar 4-3-2-1-Punkt. Selbstverständlich für Herr Steinhöfel 4 Punkte. Sein Sohn hat wesentlich mehr, es ist, sehen Sie, es ist mehr als Sie haben. 3 Punkte für Steinhöfel Junior, 2 Punkte für Frau Schwan und 1 Punkt für das kleine bisschen, was Sie dazu beigetragen haben. So, und jetzt machen wir als Schlussspiel, machen wir ein Schauspiel und wir haben einen ganz berühmten Regisseur dafür, Rainer Werner Fassbinder. So, komm. Herzlich willkommen, Herr Fassbinder, mal in eine Unterhaltungssendung. Sie werden gleich hier Frankenstein vorlesen und ein bisschen Regie machen dabei. Und die Kandidaten dürfen erstmal zuschauen bei einem Beispiel, was sie alles zu spielen haben.
Und achten Sie da besonders auf Folgendes. Sie spielen das Monster, was da liegt. Das Monster, ja? Sie spielen den Retter. Sie achten auf, was Michael Schanze macht. Sie spielen das Mädchen, was Lena Valeite spielt. Sie achten auf, was sie macht. Und Sie spielen den Professor, was Heinz macht. Ja. Achten Sie genau, wenn Sie sich so hier neben der Kamera aufstellen, dann können Sie es unheimlich gut beobachten. So, und ihr geht auf euren Plätzen, ja? Lena da in der Gittertür zu, Heinz da am Labortisch, Michael oben, Herr Fassbinder auf die Treppe. Es geht los, bitte sehr. Professor Frankenstein steht am Labortisch. Er arbeitet an einem Lebenselixier, um das von ihm geschaffene Monster zum Leben zu erwecken. Die gefangene Jungfrau schlägt gegen das Gitter und sagt: Was haben Sie mit mir vor? Und der Professor antwortet: Ich habe ein männliches Monster geschaffen und ich will jetzt ein weibliches Monster schaffen. Und dazu brauche ich dein Hirn. Und stolz zeigt der Professor seine Hirnsammlung und sagt: Das sind männliche Hirne. Das ist das Hirn eines Professors. Das ist das Hirn eines Beamten. Das ist das Hirn eines Sportlers. Und das ist das Hirn eines Showmasters. Und der Professor geht zurück zum Labortisch. Das Mädchen schlägt wieder gegen das Gitter und sagt: Ich habe Hunger. Und der Professor antwortet: Ich werde dir gleich eine feine Brühe aus Hirn machen. Und der Professor nimmt ein Glas und sagt zu dem Mädchen: Ja, probier das. Und das Mädchen nimmt einen Schluck und sagt: Noch nie war er so wertvoll wie heute. Und der Professor gibt ein paar Tropfen zwischen die Lippen des Monsters. Das Monster öffnet ein Auge, dann das andere Auge. Er beginnt zu atmen, kommt langsam hoch. Steht auf und macht die ersten Schritte seines Lebens. Der Professor geht zu ihm und sagt: Rede, rede, du darfst reden. Keine Angst, du bist kein Taxifahrer. Da öffnet das Monster die Lippen und sagt: Bayern München hat verloren. Trotzdem erscheint der Verlobte des Mädchens auf der Treppe. Er rennt die Treppe herunter. Da sieht er seine Verlobte und ruft: Liebling, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Er öffnet das Gitter und sagt: Du hast 15 Sekunden. Dalli, dalli. Da greift der Professor ein. Halt! Und sagt: Halt! Schauen Sie mich an. Sie schlafen jetzt. Beide schließen die Augen und der Professor sagt: Ich hypnotisiere Sie jetzt. Sie sind im Hypnoland. Sie sind nicht mehr der, der Sie waren. Wer sind Sie jetzt? Mädchen, wer bist du? Und das Mädchen antwortet: Liz Taylor. Und den jungen Mann fragt er: Und wer bist du? Und der junge Mann antwortet: Richard Burton. Bitte schlag mich nicht. Und da sagt der Professor: Hinein mit euch. Beide gehen hinein und setzen sich. Der Professor schließt das Gitter und weckt sie aus der Hypnose. Der junge Mann sagt: Hallo Freunde, es ist verboten, die Künstler zu füttern. Das Monster aber ist böse und brummt: Tod! Tod! Der Professor will flüchten, greift nach seiner Gehirnsammlung und sagt: Köpfchen, Köpfchen! Der Professor rennt die Treppe hoch. Allein bleibt das Monster. Es geht zum Spiegel. Es hat sich noch nie gesehen. Es schaut in den Spiegel und sagt:
Mein Gott, Walter. Dankeschön. So, gehen Sie mal nach hinten. Können Sie eben die Kleidung kriegen. So, dankeschön, Rob van Houten als Monster. Hervorragend war das. Und Michael Schanz hat noch eine schöne Otto-Parodie gemacht. Er hat Otto imitiert, der Montagabend seine große Show abzieht im Fernsehen. So, sind alle umgezogen? Ja? Sie noch nicht? Da sind Sie schon, da hinter dem Gitter. Der Professor. Oh, das Monster. Wo ist das Monster? Sie müssen hier liegen, ja? So, ohne Brille. Sie liegen hier. Eine Bitte an den Kandidaten noch. Ich möchte Sie... Sie müssen jetzt neue Texte machen. Sie müssen was Neues sagen. Die Handlung wird Ihnen gesagt von... ein Fassbinder, aber die Texte müssen neu sein, aus ihrer Improvisation. Nichts vorbereitet, ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Es geht los. Also es geht wieder so los. Professor Frankenstein steht am Labortisch. Er arbeitet an einem Lebenselixier, um das von ihm geschaffene Monster zum Leben zu erwecken. Die gefangene Jungfrau schlägt gegen das Gitter und sagt... Hallo, kann man hier nicht mal eine Ölheizung einbauen? Das ist so kalt hier. Was fällt dem Professor dazu ein? Sind Sie wahnsinnig? Für Sie ist das warm genug, außerdem haben Sie eine warme Jacke an, das reicht für heute. Das ist schon sehr gut, aber Sie müssen auch erklären, junger Mann, was Sie hier tun. Dass Sie einen künstlichen Mann und... mit dem künstlichen Mann und der Frau, die Sie jetzt brauchen. Ach so. Entschuldigung. Ja. Das macht nichts. Ist ja Ihre Freiheit. Also gut. Dann zeigen Sie Gehirnsammlung. Stolz. So, meine schönen Herren. Und sagen, ja. Das Gehirn eines Sportlehrers. Das Gehirn eines Produzenten. Das Gehirn meines kleinen Bruders. Auch das Gehirn von Herrn Karel ist da. Und der Professor geht zurück zum Labortisch. Das Mädchen schlägt wieder gegen das Gitter und sagt... Also ich friere hier, ich spring sonst hier in den Schrank. Und der Professor antwortet... Da ist gar keiner. Könnt ihr mich und entschließt sich, ihr etwas zu trinken zu geben. Der so Professor nimmt ein Glas und sagt... So, Milton, du versuch das mal, ne? Himbeersaft im Haus schmeckt besser. Und das Mädchen nimmt einen Schluck, hat sie schon genommen und hat gesagt, Himbeergeist schmeckt besser. Daraufhin gibt der Professor ein paar Tropfen zwischen die Lippen des Monsters. Das Monster öffnet daraufhin ein Auge, dann das andere Auge. Dann fängt es an zu atmen, kommt langsam hoch und der Professor geht zu ihm und sagt... ganz langsam, komm. Da öffnet das Monster wiederum seine Lippen und sagt... Morgen Steuererhöhung. Daraufhin erscheint jetzt traurig der Verlobte des Mädchens. Auf der Treppe, er rennt herunter und sagt... Hallo, was ist das für eine Destille hier? Der ist ja schon wieder besoffen da. Und der Professor... Moment, Moment, Sie sind bei Frankensteins hier. Was möchten Sie überhaupt? Ich kaufe nichts, Sie können also meinetwegen gerne wieder gehen. Ich suche meine Verlobte. Wo ist sie denn? Sie sind nicht verlobt, das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind nicht verlobt. Aber selbstverständlich, da ist sie doch! Da sieht es eben, wie so ist es. Und dann sagt er... Was machst du hier? Ja, er kann das Gitter öffnen sogar.
Und wieder was sagen. Komm, komm, komm raus hier. Die trinken den Schnaps selber. Was schreibt der Professor ein? Halt, stopp, meine Damen und mein Herr. Ja, aber was rum? Bleiben Sie, kommen Sie mal etwas näher. Etwas näher, noch etwas näher, noch etwas näher. Und dann? Jetzt bleiben Sie stehen. Bevor Sie mich verlassen, sollen auch Sie noch etwas zu trinken haben. Probieren Sie es doch einmal. Jeder einen Schluck, sehr zum Wohle. Sie trinken beide und reagieren. Komm! Oh, ich habe Ihnen das Falsche gegeben! Der Professor muss Ihnen folgen! Moment, das war doch nur die Vorspeise. Kommen Sie doch bitte mit zurück. Ich habe noch einen kleinen Schluck. Nee, wir machen jetzt, weil Sie sind weggegangen und jetzt kommt nur noch den Schluss. Sind Sie weggegangen? Ja, Sie wunderbar. Sind weggegangen. Wir machen nur noch den Schluss jetzt. Das ist immer das Fernsehen, das eingreift in die Produkte, die man machen will. Jetzt bleibt das Monster übrig, ganz alleine. Es geht ein paar Schritte zum Spiegel. Es sieht sich im Spiegel zum ersten Mal in seinem Leben und sagt: Party! Okay, komm, wir machen eine Runde. So, Sie hier. Können Sie so rum hier mal dazukommen, ja? Gehen Sie mal so rum. Ja. Kommen Sie bitte neben Ihrem Sohn und Sie beide nebeneinander. Bitte die Punkte, 4, 3, 2, 1 Punkt, nicht leicht. Also ich würde der Jungfrau würde ich 4 Punkte geben. Warum? Weil ich fand, ihre Bedürfnisse in der Zelle fand ich schon sehr erfrischend. Sie hat eine undankbare Rolle und sie hat es fabelhaft gespielt. Sie 4 Punkte es, für Frau Schwan. Ja? Ich würde dem Monster, obwohl es die ergiebigste Rolle ist, trotzdem 3 Punkte geben. 3 Punkte für... Sehr, sehr schön gemacht hat. Detlef? Ich würde dem Verlobten, weil er wirklich sehr hilfsbereit ist, wenigstens für seine Verlobte 2 Punkte geben. 2 Punkte für... Für den oh, stopp! Ja, hast du eins, Herr Steinhöfer? Ja, 2 Punkte. Und der Professor, es ist wirklich die schwerste Rolle. Es tut mir wirklich leid. 1 Punkt für Jens. Und eine Frage. Haben Sie mal Frankenstein inszeniert oder wollen Sie Frankenstein mal inszenieren? Nein, ich habe bislang noch keinen Horrorfilm gemacht, aber ich mache nächstes Jahr einen Film über Frankfurt am Main. Dankeschön. So, und jetzt bleiben Sie mal eben stehen. Ich schaue Ihnen nach den Punkten. Bitte, Heinz, sag's mal. Gleich, 3 Paar gleich. Also Vater Steinhöfer 6, Sohn Steinhöfer 6 und Frau Schwan auf 6 Punkte. Also haben wir 3 für die letzte, für die 3 Fragen. 3. Das heißt also, dass nur Sie ausscheiden. Und Sie kriegen auch ein Essen mit einem Bekanntenkreis. Haben Sie einen schönen großen Bekanntenkreis? Ja. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und gehen Sie bitte darüber. So, Applaus für ihn auch. Und jetzt 3-mal die 3 Fragen. Jetzt wird es sehr spannend. Und wir haben uns was einfallen lassen für diese 3 Fragen. Diese Woche war die Woche der alten Showmaster. Samstagabend Frankenfeld, Sonntagabend Kuhlenkampf, Mittwoch Herbert Wehner und heute Lou van Burg. Sieht gut aus, Lou. Dankeschön. Prima. Ja, dankeschön, fühle mich wohl. Ja. Moment, da muss ich fragen, was ist das hier? Was ist das? Ja. Das ist meine Tochter, eine meiner Töchter hier. Also, wie hübsch gemacht ist das. Und die kleinen weißen Dinge da, was sind das? Das sind die Zähne meiner Töchter, die ersten rausgefallenen Zähne. Das sind die ersten Zähne bei deiner Töchter, die rausgefallen. Aber ich spreche nicht gerne darüber im Fernsehen. Warum nicht? Nein, ich bin schon mal wegen einem Zahn geflogen. So, ich würde sagen, Damen als Erste, wenn Sie beiden jetzt in die Kabine gehen, kommen Sie wieder an diese Seite, ja. Frau Schwan. 3 Fragen, 10 Sekunden Bedenkzeit und nur eine Antwort ist möglich. Das ist das erste Mal, dass du Quizfragen stellst? Ja, das allererste Mal. Ja, das ist sehr seriös. Ich habe nur noch Spielchen gemacht früher. Was? Hast du Spielchen gemacht? Nur Spielchen gemacht. Ich dachte, ich war der Erste, dieses Mal. Der ist nicht der Erste, aber der Beste für mich. Alle. Nein, guck mal. Alle. So, 3 Fragen, 10 Sekunden Bedenkzeit und nur eine Antwort ist möglich. Es geht los.
wie heißt der neue Ministerpräsident von Portugal? Acevedo. Ist gut. Zweite Frage. Wie teuer ist eine Maß Bier auf dem München Oktoberfest, das heute eröffnet wurde? Das weiß ich nicht. Wissen Sie? Nein. Okay, die dritte Frage. Dritte Frage. Welche Musterschau wurde heute in Düsseldorf eröffnet? Weiß ich auch nicht. Nee? War so groß in der Tagesschau drin. Ja, ich weiß. Sie haben noch immer 5 Sekunden. Ja, ich weiß es nicht. Wissen Sie es nicht? Nein. Tja, damit haben Sie eine Frage richtig beantwortet. Wenn Sie jetzt bitte da drüber gehen. Dann kommt Detlef hier. 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte. Erste Frage. Wie heißt der neue Ministerpräsident von Portugal? Acevenco. Sie haben noch 5 Sekunden. Ja, eine Antwort ist nicht möglich. Gibt Sie noch eine Chance? Ist nicht genau richtig. Ali. Nein, ist nicht gut. Acevedo. Ja. Das war nicht richtig. Nein. Zweite Frage. Wie teuer ist eine Maß Bier auf dem München Oktoberfest, das heute eröffnet wurde? 3,75. Das ist richtig. Das ist richtig. Das war ich. Jetzt die letzte Frage. Welche Musterschau wurde heute in Düsseldorf eröffnet? Die Schuhschau. Schuhmesse, ja. Hervorragend. 2, richtig. So, gehen Sie bitte daneben. Bleiben Sie so stehen, damit ich ein bisschen noch weiß, wie die Punkte waren, ja? So, 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Da kommt Frage Nummer 1. Wie heißt der neue Ministerpräsident von Portugal? Acevedo. Acevedo, prima. Zweite Frage. Wie teuer ist eine Maß Bier auf dem München Oktoberfest, das heute eröffnet wurde? 2,30 €. Das ist falsch. Nur eine Antwort war möglich, das war falsch. Die dritte Frage jetzt. Welche Musterschau wurde heute in Düsseldorf eröffnet? Damenmusterschau. Das ist falsch. Schuhmode. Schuhmode. Ja, und damit ist Ihr Sohn Sieger des heutigen Abends. Wow. Da ist er. Dankeschön. Dankeschön, Lou. Mach's gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. In 14 Tagen bist du schon wieder im Fernsehen. Ne? Sehen wir dich wieder. Wiedersehen. Dankeschön, Lou. So, und ja, kommen Sie beide mal zu mir. Sie kriegen ein Essen mit der ganzen Familie, Sie kriegen ein Essen mit Ihrer Familie. Vielleicht können Sie es zusammen machen, dass Sie mal mit beiden Familien, Sie haben sich jetzt kennengelernt und wir sehen uns heute Abend noch. Viel Spaß, hat Spaß gemacht hoffentlich. Und wir fanden Sie reizend, Sie waren herrliche Kandidaten. So, gehen Sie beiden jetzt darüber und wir schauen zu, was Detlef am Fließband macht. Bitte, gehen wir mit Heinz mit. Und meine Damen und Herren, wenn Sie wieder Lust haben, mitzumachen bei einem laufenden Band, dann können Sie sich bewerben, wenn Sie eben schreiben, ein paar Fotos schicken und so, ein paar Angaben. An den Westdeutschen Rundfunk, 5 Köln 100, Kennwort am laufenden Band. Und die Söhne, Töchter oder Enkel müssen wohl so ab 17 Jahre sein. So, die nächste Sendung ist am 1. November. Also, Sie haben jetzt Zeit, sich zu bewerben. Und jetzt machen wir den Vorhang mal auf und bitte Band ab. Und jetzt sind wir sehr gespannt. Ruhe bitte im Studio. Hoffentlich wird der Rekord von 14 mal gebrochen heute Abend. Das wäre schön. Ruhe, 30 Sekunden ab jetzt. Eine Tänzerin, Fragezeichen, Schreibmaschine, ein Bild von Bremen, ein anderes Bild, ein Wäschekorb, ein Teewagen, Gummibäume, eine Kaffeemaschine oder ein Mixer, ein Plattenspieler. Was war noch dabei? Das Fragezeichen hatte ich. Ein Flugzeug. Und eine Dose Bonbons und so eine Kanne. Oh, schade, wieder 14. Noch immer. 14 ist noch immer das Höchste.
Aber enorm. Eieiei. Das haben wir nur einmal gehabt, dass jemand 14 wusste. Bitte Band ab, dann hören wir es noch eben. Eine Tänzerin, Fragezeichen, Schreibmaschine, ein Bild von Bremen, ein anderes Bild, ein Wäschekorb, ein Teewagen, Gummibäume, eine Kaffeemaschine oder ein Mixer, ein Plattenspieler. Was war noch dabei? Die Fragezeichen hatte ich. Ein Flugzeug und eine Dose Bonbons. Und so eine Kanne. So, das war's. Wir schauen uns jetzt mal an. Bitte, Heinz, Vorhang auf. Vier. Ja, das ist nicht wenig. Schauen Sie mal. Sehr, sehr viel und viele schöne Sachen, die Sie gleich sehen. Wir haben auch ein paar symbolische Preise. Hier ist ein Flugzeug. Und das heißt, dass Sie mit Ihrer Frau ein Wochenende nach irgendeiner europäischen Stadt fliegen dürfen, wo Sie hin möchten. Und wir bezahlen Hotel und Aufenthalt und Flug und so weiter für Ihre Frau und Sie. Und dann haben wir hier diese junge Dame. Und sie kommt aus Tahiti. Sie können sie leider nicht mitnehmen. Das ist leider nicht möglich. Sie sind verheiratet. Aber sie sind verheiratet, ja. Aber weil, sie kommt nicht nur aus Tahiti. Unser Gewinnerstuhl kommt auch aus Tahiti. Und da saßen schon 14 Gewinner drin. Sie waren heute der 15. Diesen Stuhl dürfen Sie mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Ja, schönen Und da haben wir auch noch das Fragezeichen. Und für das Fragezeichen steht heute Folgendes: Sie dürfen einen Tag über mich verfügen. Ich komme einen Tag bei Ihnen zu Hause oder im Geschäft oder was dann auch. Und ich will neu tapezieren oder Garten machen oder Autogrammstunde machen in Ihrem Tabakladen, was Sie wollen. Ja, ich stelle mich einen Tag einfach zur Verfügung, für was Sie wollen. Ja? Okay, das war's heute. Bis zum nächsten Mal.